Hey, ja! Willkommen zurück zu Puerta Concrete Jungle. Zum nächsten Kapitel. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 2 Copycat gemacht. Ja, mit ein paar Bildstörungen leider zwischendurch. Ich hoffe, ihr habt das Problem behoben, zumindest ein bisschen unter in den Griff hinkriegt. Ja, ich vermute, das liegt einfach an einem schlecht abgeschirmten Kabel, auf der, also wahrscheinlich Komponentenkabel von der Xbox. Das ist halt gestört wird, das Bildsignal. Ja, konnte ich ja nicht gerade so viel machen, außer das Netzwerkkabel rausnehmen, rausziehen, das Kabelnetzwerk hier komplett abschalten, so gesehen, und hoffen, dass da kein Störsignal kommt. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was gespielt, was anderes zwischenzeitlich. Da ging es jetzt, aber ja, vielleicht muss ich mir irgendwie zusehen, dass ich da ein abgeschirmtes Kabel kriege. Die leider nicht mehr so billig sind, weil man nie so einfach mehr erhält für die Xbox 1. Ja, muss ich mal schauen. Wenn man das unter Quali, wenn das jetzt läuft, dann bräuchte ich es nicht. Wenn es jetzt öfter wieder vorkommt wie beim letzten Mal, wo alle 5 Minuten war es ja im Grunde, dann muss ich mir anders überlegen. Ja, wir machen trotzdem jetzt weiter. Ich hoffe, euch hat es nicht so gestört wie mir selbst. Aber ja, weiß ich ja nicht. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Kapitel, und zwar Sacrifice. Ja, also würde ich sagen, ich spiele das jetzt und schauen, was wir machen müssen. Also, los geht's! The monster had tracked the ghost-suited killers to their lair. Here would be found the leader of their pack, the Alpha Male. The law of the jungle decreed that only one would walk away from this fight. Aha. Okay, defeat all servitors. The Hungan, Mudo Priest of Les Seven Servitors, is Alpha Male of Spec. His skull will make a fine trophy. Klingt nach einer Art Bosskampf. Ja, sowas gibt's hier auch. Da gibt's nichts Neues. Nee, die kennen wir schon, haben wir schon mal gelesen in der Datenbank am Anfang. Und ja, wir können, denke ich mal das sofort machen. Oh. Scheiße, die haben uns jetzt gesehen. Scheiße! Haben sie sofort gesehen. So, aber na, auch nicht schlecht. Auch nicht schlimm. Wenn wir diese getarnten Typen hier erledigen. Ah, das gibt's ja nicht. Ja, warte mal, das Signal. Das Zeichen. Ach, gib mir mal einen Keks hier. Komm her. So, hauen wir da ein bisschen drauf. So. Oh, geht also auch. Ja, wir haben jetzt gar keine andere Waffe. Wir können nur die nehmen. Na ja, gut, mit Speargun haben wir jetzt an der Wand gequetscht, so wieder oben irgendwo. So. Hey. So, erwischt. Wo denn? Da oben. Mal gucken, wo müssen wir da hin? Hier ist einer. Was denn? Hören Sie weiter sagen, wieso geht das jetzt nicht? So, also. Noch einer von denen? Da. Was sind eigentlich zu denen zu sagen hier? Was haben die denn alles? Thermal Camouflage System. Reverse Target Acquisition. Defeat by using Tech Vision. Derivated from Zone Technology. Protective Device capable of absorbing considerable energy. Ja, schön.
go. Oh. Oh, gut, weggeräumt den Kopf. Wie sich halt gehört, ne? No armor detected. Naja. Wir sollten uns mal kurz verziehen. Wegen sowas. Genau, wegen das. Da das nicht passiert. So. Wieder getarnt. Können wir wieder uns nicht hier sehen. Das ist gut. So. Was gucken die denn da? Was gibt's denn da zu sehen? Ja. Was spritzt das Blut? In einer interessanten in Orange. Ja. Und so aufgelöst. Halt da gerade aufgerissen. Super. Wunderbar. Nee. Blood for the Lord. Da ist er. Blood for the Lord. Da ist er, ja. Mal gucken. Zu dem zu sagen. Caution. Pre-natural anticipation of all preserved attacks except plasma-based projectiles provides high level of defense. Source of this ability impossible to determine. Aha, der hat keine also spezielle Fähigkeiten. Dazu zu sagen. Nanotech Grenade, hands-on explosive device, emits nano-cloud capable of disrupting cloaking. Oh, ich glaube, der hat uns schon gesehen, kann das sein? Hat uns schon gesehen. Das, ohne, das mit Tarnung, ohne Tarnung. Ja, da ist er. Gut, warte mal, was haben wir denn noch für Waffen? Biergun. Boah, hat er auch abgeblockt, den Arsch. Ja? Ah, scheiße. Weil ich. Ah, scheiße. Also. Alter. Das war ja richtig schlecht, hä? Das war richtig scheiße. So. Dann haben wir uns mal kurz. So, Tarnung können wir FI vergessen, glaube ich. So. Wie kann ich den platt machen? Ist eine Idee? Hab keine Idee. Feuerbomb damit vielleicht. Gibt's ja nicht. Daneben? Ah! Das war auch nicht sehr effektiv, hä? Ja, lauf mal da rein. Ja. Lauf da rein, mein Lieber. Dankeschön. Du gehörst mir am besten, hä? Mein Kollege. So. Nochmal. Was? Ey, der mich erwischt? Arsch. Ey, du kriegst ja gar nicht klein, den Typen. Ah ja. Nein. Ah ja, ich weiß nicht so. So, das Leben auch gleich tot hier. Ja, nee. Nummer 1 zur Sicherheit. Ja, machen wir den nochmal. Ja. Der hält gar nicht so viel aus, der Typ. Speere brauchen wir nicht. So, komm her. Das ist wirklich so eine Art Bosskampf. War relativ unspektakulär, aber naja, soll man erwarten, ne? Ja, da abgeblockt.
Ja, haben ihn erwischt. Und immerhin hinter ihm kommen, vorher blockt er alles ab, was er hat. Blockt er, also wie immer, das wie immer wurde ja nicht gesagt, wie, das geht ja, ist ja unbekannt, woher er das kann. Mit Voodoo-Kräften. Na, ich dachte, er wäre jetzt so doof und rennt jetzt hier irgendwie in das Auto. Aber macht er nicht. Ja, doch, eigentlich so, eigentlich schon. Ja, muss das gewesen, das muss doch sein, noch nicht. Noch nicht. Was macht mit diesen Granaten, ey, sag mal, was willst du damit, hä? Ja, ja. Das kann ich nicht. Ah, ich will den mal scannen. Ich will mal wissen, was das für ein Typ ist. Ah, komm her. Ah, komm, ich hatte keine Zeit gehabt. Ich will den mal scannen. Ich will alles über ihn wissen. Das dauert zu lange. Enforcer, ah ja, ich weiß nicht, gut. Das wollte ich mal kurz wissen. Ob da irgendwas drin zu steht vor ihm, aber nee. Gut, dann tut es nicht. Performing a Skull Whip. Performing a Skull Whip. Ja, ist ja gut, komm her. To perform a Skull Whip and take the boss skull, pull and hold left in order to lock onto the target and press B. Ah ja. A skull whip can only be performed when standing at the same level as your prey. Ah ja. Ah, neue Challenge haben wir freigeschaltet. New Ray Ruins. Neues Ritual. The gangs of Neonopolis had no idea they were simply puppets in the grip of an alpha killer from another harsher world. A super predator who intended to pick them off one by one until the sacred ground was its once again. Ah ja. Ja, das war's schon. Das war jetzt ein Bosskampf tatsächlich. Ja, ohne Störung, wenn ich richtig gesehen habe. Zur Abwechslung. Ja, war mal nicht so lang. Ja. Gut, dann nächstes Kapitel machen wir noch nicht. Dann machen wir dann beim nächsten Mal. Übernächstes Mal vielleicht sogar, weil wir jetzt mir Dinge freigeschaltet haben. Ein Ritual. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch Spaß mit dieser Episode, mit dem Kapitel. Deswegen denkt ihr mal an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Empfehlungen für andere Leute. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.